Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Und damit willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Es beginnt nicht nur seine Geschichte, sondern auch unsere Geschichte. Und zwar mit einem neuen Spiel. Reingeschaut habe ich bis jetzt noch nicht, das machen wir alles zusammen. Kingdom Come Deliverance ist ein offenes Rollenspiel im Mittelalter. Und was uns erwartet, das sehen wir gleich, sobald ich noch ein paar Einstellungen angepasst habe. Die Einstellungen habe ich jetzt alle mal vorgenommen, Grafik, Steuerung und so weiter, und wir starten zusammen direkt in ein neues Spiel und ein neues Abenteuer. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers Karl IV. Aufgeblüht war, eine Zeit des Aufruhrs. König Wenzels Untätigkeit brachte ihm den Unwillen vieler Adliger ein und den seines Halbbruders König Sigmund. Da der Text leider ein bisschen zu schnell läuft, kann ich euch nicht alles vorlesen. Wenn das ganze Spiel dann später auch mal so aussieht, dann bin ich doch schon mal positiv überrascht, muss ich sagen. Da freue ich mich drauf. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen.
Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Unerwarteter Besuch. Es sieht ja fast so aus, als ob wir dieser Faulpelz Heinrich wären. Wie siehst du denn aus? Und ein bisschen zu viel gesoffen haben. Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? So, mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Wir unterhielten uns in der Schenke für die Redekunst, Agilität, Vitalität und Stärke. Ich arbeitete in der Schmiede. Ich arbeite in der Schmiede, das klingt gut. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Wieder für die Redekunst. Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Ich war bei Bianca. Und wenn schon... Waren wir noch bei Bianca? Sollen wir bei Bianca gewesen sein für ein bisschen Vitalität noch? Stärke und Vitalität? Wir waren bei Bianca. Ich war bei Bianca. Soll ich dir ausführlich beschreiben, was wir getrieben haben? Was soll das werden, ein Verhör? Schon gut. Verzeih mir, ich mach mir nur Sorgen um dich. Danke, Mutter. Aber ich bin keine Vier mehr. Ich weiß, du wurdest vor meinen Augen erwachsen. Ich kann mich schwer daran gewöhnen. Waren meine Freunde hier? Habe Hunger? Ist Vater wütend auf mich und braucht die Mutter vielleicht Hilfe? Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt noch zum Vater müssen, sollten wir als erstes mal was essen. Außerdem ist das Frühstück ja auch fertig. Bedien dich. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Nein, wir wollen darüber nicht, nicht reden. Schon wieder. Nein. Lass gut sein, Mutter. Das klingt doch trotzdem ein bisschen danach, als ob es Saufbolde wären. So ist jetzt der Vater eigentlich müde auf uns. Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht.
Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Dann beenden wir das Gespräch und folgen unserer Quest. Mit WASD bewegen wir uns, spurten mit der Umschalttaste, als hätte ich fast die Mutter geboxt, und springen mit der Leertaste. Einen neuen Codex-Eintrag haben wir. Da gibt es wirklich sehr viel zu lesen. Alles wollen wir jetzt mal nicht nachlesen. Wir schauen jetzt erstmal uns noch Orte an. Gutenberg. Gutenberg ist heute eine Kreisstadt in Zentralböhmen und liegt 70 Kilometer östlich von Prag. Gegründet wurde Gutenberg, der offizielle Name der Stadt im Mittelalter, nach der Entdeckung von Silbererzvorkommen in der Umgebung und wegen seiner Nähe zum Kloster Sedlec, dem ökonomischen Zentrum der Region. Gutenberg erlangte 1318 das Stadtrecht. Danach ruhte die Verantwortung für die wirtschaftlichen Belange der Stadt in den Händen des sogenannten Urburers, ein königlicher Beamter. Damit die Münzprägestätten und Minen effektiv, sicher und nach hohen Standards arbeiteten, wurden spezielle Gesetze erlassen. Ius Regale Montanorum oder Constitutionis Iuris Metallici Venceslai 2. Irgendwas. Okay. Sei es drum. Was haben wir noch? Skalitz ist eine Region Sassau. Die Spielwelt von Kingdom Come Deliverance deckt sich in etwa mit einem tatsächlich existierenden Gebiet im Südosten Böhmens, rund um den Fluss Sassau, wo sich bis heute mehrere Orte von großer historischer Bedeutung befinden. Zu den wichtigsten gehören das Sassauer Kloster sowie die Burgen Sternberg, Rathei und Skalitz, von der heute allerdings nur noch ein paar Steine übrig sind. In Ordnung. Ereignisse haben wir noch. Soziales. Verschiedene Charaktere. Und Tutorials. Die Tutorials können wir, denke ich, nach und nach durchmachen. Die gelben Punkte markieren uns, was neu ist. Ansonsten haben wir ein Inventar mit den üblichen Kleidern. Unseren Fertigkeiten. Waffen haben wir noch keine. Rüstung. Ja, gut. Klamotten, die wir anhaben, aber Rüstung kann man das ja nicht unbedingt nennen. Keine Nahrung, keine Questgegenstände. Und ansonsten nur noch einen Truhenschlüssel und einen Türschlüssel. Die Hauptstufe. Hauptstufe ist, denke ich mal, unser Level. Das wird unser Level sein und ansonsten die verschiedenen Attribute, die wir noch haben. Gesundheit, Ausdauer, Energie und Sattheit. Oh, offensichtlich muss man auch essen. Das ist cool. Da bin ich mal gespannt drauf. Kampfwerte, Fertigkeiten, was wir alles machen können. Heimlichkeit hat bestimmt was mit Schleichen zu tun. Mal Info drücken. Die Fertigkeit Heimlichkeit verringert die Entfernung, aus der du von Gegnern entdeckt wirst, und erhöht die Zeit, die sie dafür benötigen. Die Fertigkeit verbessert sich, indem du dich unauffällig in der Nähe von Gegnern bewegst. In Ordnung. Ansonsten jagen, Kräuterkunde, lesen. Lesen können wir auch lernen, okay? Reiten, reparieren, Schlösser knacken, Taschendiebstahl und die Trinkfestigkeit. Das ist im Mittelalter bestimmt ganz wichtig, die Trinkfestigkeit. Ein Debuff habe ich Hunger. Du bist hungrig. Deine Ausdauer ist verringert und letzten Endes wird auch deine Gesundheit geschwächt werden. Dann essen wir doch nochmal was, so wie wir es der Mutter gesagt haben. Und in unserer Region Skalitz haben wir einen Ruf von 100. Statistiken können wir noch keine haben, deswegen Questlog. Die Quest, die wir am Anfang bekommen haben, eine Hauptquest. Unerwarteter Besuch. Endlich war das Wetter frühlingshaft geworden. Ich schlief dennoch lang, da ich bis in die Nacht hinein gefeiert hatte. Es fiel mir recht schwer, am Morgen aus dem Bett zu kriechen. Ich muss zu Vater. Immerhin habe ich ihm gestern versprochen, heute bei der Arbeit zu helfen. Ein Söldner, der kürzlich in Skalitz aufgetaucht ist, und er weist mich im Schwertkampf. Vater und Mutter dürfen nichts davon erfahren. Aus irgendeinem Grund möchten sie nicht, dass ich lerne, mich zu verteidigen. Gestern habe ich mir doch einen üblen Schnitt eingehandelt. Heute sind wir wieder beim Wirtshaus verabredet. Dann machen wir erstmal Aufgabe A, zum Vater gehen, und danach gehen wir zum Schwertkampftraining. Vorher möchte ich aber noch was essen. Auf dem Tisch müsste ja noch was sein. Äpfel. Apfel. Aufheben.
Nehmen wir mal die ganzen Äpfel mit. Apfel. Apfel, Apfel, was haben wir noch? Ein Brötchen. Noch ein Brötchen. Vielleicht noch was an die Linsensuppe. Das nehmen wir alles mit. Alles, was wir an Essen kriegen können, nehmen wir mal mit. Dann sind wir später schon nicht hungrig. Und ansonsten habt ihr nichts für mich. Kein Trinken? Schade. Dann schauen wir doch mal Nahrung. Apfel. Sattheit 2. Die Linsensuppe macht bestimmt mehr Sattheit. Dann essen wir jetzt unsere Linsensuppe erstmal. Bin ich jetzt schon satt? Kann ich meine Sattheit hier noch irgendwo sehen? Nein, schade. Ich habe immer noch den Debuff Hunger. Meine Sattheit ist aktuell bei 48, maximal 120. Okay, also da kann ich noch ein bisschen was essen. Dann essen wir mal noch die beiden Brötchen. Und ziehen uns mal noch ein paar Brezel rein. Ein paar Äpfel. Haben wir gegessen. Sind wieder gesättigt. Wir haben keine Säcke vor der Tür, deswegen machen wir auch ordentlich mal zu. Ich glaube, hier geht's raus. Das sieht aus wie eine Tür. Und da wird schon gefegt, ja? So ist das. Die Mutter muss putzen und der Vater, der muss arbeiten. Und der faule Bengel liegt den ganzen Tag im Bett und pennt. Ich habe einen Schleifstein entdeckt. Was wird er hier sein? Jawohl, Vater. Was liegt denn an? Wo drückt der Schulmeister? Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Sei's drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus. Also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Neuer Codex-Eintrag. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit Redekunst gewinnst du Freunde, als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen und wenn du die Dinge lieber direkt angehst, kann auch Gewalt eine Lösung sein. Ich habe ein neues Werkzeug bekommen. Werkzeug. Typische Ackergeräte in einem tschechischen mittelalterlichen Dorf waren Dechsel, Hacke, Schaufel, Spaten, Schurschere, Messer, Axt, Flegel, Sense, Rechen, Forge und nicht zum Schluss auch noch der Pflug. Beispielsweise der Drehpflug, der Art, Ritzpflug oder die Egge. Jedes Handwerk benötigt seine spezielle Ausrüstung und Werkzeuge. Okay, meinetwegen. Gucken wir erstmal in den Codex hinein. Haben wir noch irgendwelche zusätzlichen Sachen bekommen? Eigentlich. Außer unseren Werkzeugen erstmal nichts. Beim Questlog können wir jetzt verschiedene Sachen durchgehen. Entweder machen wir jetzt nur unser Schwertkampftraining oder wir arbeiten erstmal alles durch, was der Vater uns aufgetragen hat. Dann würde ich sagen,
Gehen wir vielleicht erstmal zu unseren Aufgaben vom Vater über. Ich muss für Vater auf dem Markt einen Sack Kohle kaufen, damit wir Herrn Ratziks Schwert fertigstellen können. Na toll. Ich muss von Kunesch das Geld eintreiben, das er Vater für einige Schmiedewaren schuldet. Er ist viel zu gnädig mit diesem Säufer. Ich schätze, er bemitleidet ihn, seit dessen Frau weggelaufen ist, aber ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie ich ihm Geld abknüpfen soll. Endlich ein Botendienst ganz nach meinem Geschmack. Die Parierstange für das Schwert, bei dem ich Vater helfe, ist aus Sassau eingetroffen. Ich soll sie in der Burg abholen. Selbstredend soll ich auch Bier für Vater holen. Ich erledige das, seit ich groß genug bin, den Krug zu tragen. Frisch und kühl, wie immer, um der Hitze der Schmiede entgegenzuwirken. Aber ich hole das Bier als letztes, damit es nicht warm wird. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so einfach mal durch, indem wir erstmal die Schulden eintreiben und dann zum Markt gehen. Im Inventar habe ich schon Waffen? Nein. Ich habe nichts dazu bekommen. Gar nichts. Außer, dass ich Werkzeug gelernt habe, schauen wir mal auf die Karte. Da wollen wir jetzt als erstes mal zu B eigentlich. Okay, das scheint es dann hier runter zu gehen und durch das Tor durch. Selbst die Schmiede ist ein bisschen eingezäunt. Können wir uns ja zumindest mal sicher sein, dass wir nicht dann nachts überfallen werden. Alle Informationen über Quests findest du im Questlog. Für zusätzliche Übersichtlichkeit werden sie auch auf der Karte angezeigt, so wie auf dem Kompass ganz oben auf dem Bildschirm. Bist du hier, um zu kaufen? In der Tat. Sonst hätte ich bald nichts, um Erz zu schmelzen. Ja, dann wollen sie alle mal was kaufen. Den Köhler haben wir entdeckt, jetzt brauchen wir als erstes aber den Kunesch. Der Kunesch ist bei C. C, C, C. C haben wir hier hinten. Einen Schneider haben wir noch entdeckt. Ich denke mal, dass der Kodex jetzt am Anfang sehr, sehr schnell sehr voll wird. Das müssen wir dann alles nach und nach mal durcharbeiten. Du siehst aus wie ein Kunesch. Ja, offensichtlich sind auch diese Gespräche mit Ladezeiten verbunden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Ich wusste, du würdest Ärger machen. Vater meinte, er würde dir die Nägel in deinen haarigen Arsch hämmern, wenn du dich zahlst. Das will ich sehen. Scher dich zum Teufel, sonst kann dein alter Herr seine Nägel aus dir rauspulen. Überzeugen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen. Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deine Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern. Und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen. Du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht, einfach nur nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Ich bin ja der Meinung... Nein, wir drohen ihm. Wir drohen ihm. Ich habe mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn! Wie kannst du schwagen, das war so mit mir nichts. Zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren! Dann werden wir jetzt boxen. Oh Gott, ganz viel. Kampf. Schlag, Stich. Gut, stechen werde ich mit Fäusten nicht können. Treten. Ziel fokussieren. Wir haben... Verletzungen in dem kleinen Kreissymbol links unten. Symbole, die Aufschluss darüber geben, an welcher Stelle du verletzt bist und ob du blutest.
Gegnerindikator zeigt an, wie viel Gesundheit ein Gegner noch ungefähr übrig hat. Je schwerer er verwundet ist, desto langsamer greift er an und reagiert. Naht sein Ende, versucht er möglicherweise zu fliehen oder ergibt sich. Angriffsrichtung mit der Maus auswählen. Und aus einer ausgegrauten Richtung können wir nicht angreifen. Ausdauer ist der gelbe Balken unten. Trifft der Angriff eines Gegners deine Rüstung oder blockst ihn, kostet dies Ausdauer. Ist dies vollständig verbraucht, kannst du dich nicht mehr verteidigen und wirst verwundet. Deine Angriffe verbrauchen ebenfalls deine Ausdauer, insbesondere die mit einer schweren Waffe. Gesundheit dann der rote Balken. Schützt du dich schlecht und ist deine Rüstung unzureichend, werden dich Treffer verwunden. Schwere Wunden führen zu tödlichen Blutungen, wenn du nichts unternimmst. Je schwächer deine Gesundheit, desto niedriger ist deine maximale Ausdauer. Dann hauen wir ihm doch auch mal ein paar runter. Okay. Ja, sammle deine Kräfte. Alle doppelt. Scheißkerl! Na, da weicht er wohl aus. Hartnäckiger Bengel ist es. Komm und hol's dir. Scheiße. Ein langwieriger Faustkampf. Also wenn ich mir so den lila Balken angucke, hat er noch ausreichend Gesundheit. Au. Na, das sind aber keine netten Worte hier. Ich bin hier drüben. Ja, dich habe ich schon gesehen. Au. Okay, das ist nicht so, dass der rote Balken sinkt, sondern diese ganze Leiste, die geht runter. Es ist natürlich die Frage, wer gewinnt eigentlich? Weil sein Leben nimmt nicht so richtig ab. Entweder ich werde es verprügelt von ihm. Oder es ist, seine Gesundheit sinkt genauso über die maximale Auslenkung der Gesundheit. Ich stelle mich, glaube ich, ein bisschen zu doof an dafür. Gut, zumindest können wir so unsere Stärke leveln. Ah, oh, okay. Ich denke, damit ist das dann abgeschlossen. Wir haben ein bisschen gelevelt. Und, recht, du Lümmel. Prügeln kann auch zur Hölle fahren. Ist keine Option. Okay, du kannst deine Gesundheit stets in der roten Leiste am unteren Bildschirm und im Auge behalten. Die Menge der an Gesundheit legt gleichzeitig die maximale Menge an Ausdauer fest. Weshalb es immer ratsam ist, dich zu heilen. Heinrich heilt sich regelmäßig mit Hilfe von Essen und Schlafen selbst. Ansonsten gehen wir jetzt einfach mal zur Mutter. So wie es aussieht, haben wir nämlich Verletzungen am Kopf und Verletzungen am Oberkörper. Wenn ich mir so meine Klamotten angucke, die sind auch doch schon etwas blutig. Wo ist die Mama? Sie muss mir Heile machen. Mach Heile. Ach, hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu.
Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter.